So, und jetzt hat die Anne einen ganz undankbaren Job. Sie muss nämlich neben dieser Stimmungskanone auftreten. Deshalb nehme ich die Gelegenheit wahr, um euch mal ein bisschen wieder runterzuholen. 365 Tage arbeiten in Berlin ein Dutzend Menschen daran, dass ihr hier einfach vorbeikommen könnt, um ein großes Legalisierungsfest zu feiern. Ich denke, das Team der Handparade hat mal einen ganz dicken Applaus verdient. So, und jetzt lade ich euch ein, einen Blick in die Zukunft der Drogenpolitik zu werfen. Anne Helm von den Piraten, aktuell in der Bezirksversammlung aktiv, aber sicherlich in einigen Jahren dann auch in entscheidenderen Positionen. Vielleicht ja die nächste Gesundheitssenatorin von Berlin. Viel Spaß mit Anne Helm von den Piraten. Danke dir, Steffen. Hallo, ihr lieben Aktivistinnen und Aktivisten, liebe Kifferinnen und Kiffer, liebe Konsumenten und Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Ich habe im Vorfeld, als ich aktiviert habe für die Demo, oftmals gehört, ist es nicht langsam ein bisschen albern? Ist es nicht wirklich noch nötig? Es ist doch so, dass in breiten Teilen der Gesellschaft der Konsum von Cannabis schon akzeptiert ist. Ihr wisst doch alle, wo ihr euer Zeug herkriegt. Und wenn ihr es nicht gerade in der Öffentlichkeit und vor der Polizei macht, behelligt euch da auch niemand weiter. Schon viele Argumente gehört, warum diese Argumentation zu kurz greift. Und gerade diese Diskrepanz zwischen der Realität und der aktuellen Politik muss ein Ende haben, weil sie Tür und Tor öffnet für Willkür. Kriegt man irgendwen für was anderes nicht dran, kriegt man ihm nichts nachgewiesen, klappt es vielleicht mit einem BTM-Delikt. Über die Hälfte aller Delikte zum Betäubungsmittelgesetz beziehen sich heute auf Cannabis, und zwar ausschließlich Cannabis. Und das kann nicht sein, das ist willkürlich. Ja! Ich arbeite in Neukölln in der Bezirksversammlung und erlebe dort, wie teilweise Menschen, deren Arbeit es ist, mit Suchtkranken zu arbeiten, aufzuklären über Sucht und Gesundheit, wie ihnen ihre Arbeit erschwert wird und boykottiert wird, wegen irgendwelchen Formalien, wegen Verwaltungskram, weil die einzige Antwort, die die Politik hat, Verdrängung ist und Kriminalisierung, weil man diese Probleme wegschieben will, weil man Angst hat vor Aufklärung und eine wirklich verantwortungsbewusste Politik zu machen. Und da muss endlich Schluss sein. Die einzigen, denen die Prohibition nutzt, sind Korruption und organisiertes Verbrechen. Ja! Zu Kosten auf Gesundheit, zu Kosten auf einen wirklichen Rechtsstaat, der abbildet, was hier Realität ist und Gefahren dort angreift, wo sie entstehen. Ich freue mich, dass wir dieses Jahr so viele sind. Denn es zeigt ja ganz genau, dass ihr bereit seid, das abzubilden. Dass ihr eben nicht mehr im Verborgenen kiffen wollt und konsumieren wollt. Sondern, dass ihr dazu steht, dass ihr aufgeklärt seid. Dass ihr wisst, was ihr tut. Und dass ihr das auch auf einem legalen Boden machen wollt. Und nur dann können wir einen Jugendschutz durchsetzen, einen Verbraucherschutz durchsetzen und dem organisierten Verbrechen etwas entgegensetzen. Und das darf nicht weiter ignoriert werden. Wenn ich mich hier so umgucke, können wir uns sicherlich unterhalten über viele andere Dinge, in denen wir unterschiedlicher Meinung sind, aber gemeinsamen Weg und eine gemeinsame Diskussion für eine echte Suchtpolitik, weg von einem Drogenkrieg, darin sind wir uns einig. Diesen Weg können und wollen wir bestreiten. Und das machen wir gemeinsam. Und ich bin sehr, sehr stolz auf euch, dass ihr deswegen hier seid und das auch in die Öffentlichkeit zeigt. Vielen Dank euch, vielen Dank Steffen, und habt eine tolle Parade und bis bald.